Ich sah denn, wie die Youngsters mit ihren 18 Jahren einfach in die amerikanische Feuerlinie hineinstürmten. Ja? Die waren politisch motiviert worden und unter dem Gesichtspunkt, ihr seid die Entscheidung jetzt, der Krieg ist sonst verloren. Ja, das darf man nicht vergessen. Das waren psychologische Momente, die eigentlich die Widerstandsfähigkeit oder die Aggressivität von deutschen Soldaten hier nochmal unterstrichen oder erklären konnten.